Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportiver 2. In der letzten Folge haben wir im Prinzip so alle bisherigen Projekte erstmal abgeschlossen und unser nächstes Projekt wird ja sein, die Verbindung München mit Berlin. Das Ganze wollen wir durch Flugzeuge realisieren und ich würde jetzt das ganz gerne eigentlich bauen. Und ich glaube, dafür sollten wir uns einfach ein bisschen was leihen. Ich stelle mal auf Pause, damit wir alles davon natürlich möglichst behalten können. Ich lade mir einfach. Es geht sogar weiter mittlerweile. Stabil. Ich glaube, das sollte aber erstmal ausreichen. Den Rest können wir ja wieder zurückgeben. Und dann wollen wir uns hier einen schönen Flughafen bauen. Sagen wir, setzen den so ran. Möglichst nah an die Straße. Genau. So sieht's gut aus. Und dann natürlich noch einmal einer in München. Da brauchen wir tatsächlich auch Waren. Das heißt, man könnte, je nachdem wie es ausreicht, eben halt die Waren dann auch da reinliefern und rüber transportieren. Müsste aber dann mal genauer schauen. Und hier würde ich das jetzt, glaube ich, da oben hinbauen. Hier ist nämlich relativ flach. Und die Wohngebäude sind da vorne. Das heißt, es sollte gehen, wenn wir es eben halt hier einfach so irgendwo hin platzieren, wo es möglichst günstig vielleicht ist. Ja, 4,5 Millionen, das schaut gut aus. Dann müssen wir das Ganze nur noch mit einer Straße verbinden. Nehmen wir natürlich eine Straße, die schnell genug dafür ist. Und dann bauen wir am Ende dort eine Bus- und Trampenstation hin. Die natürlich elektrifiziert. So, perfekt. Oder? Ja, genau, wir haben ja Trams. Dann brauchen wir nur noch die Straße, die elektrifiziert sein sollte. Einmal nach da hinten. Und dann wäre mein Plan, dass wir das so lassen. Bauen wir vielleicht. Ich würde die Haltestelle abbauen und dann einfach das da nach hinten führen. Lässt sich hier kommt weg. Und dann wird die Linie hier. Da kommt statt der Gartenstraße die hin. Unter München. Passt das auch ganz gut eigentlich. Könnte ich jetzt auch einen Rundkreis vielleicht bauen. Können wir mal später vielleicht schauen, wie wir das dann genau machen. So haben wir aber den schon mal verbunden. Das gleiche müssen wir natürlich auch noch in Berlin machen. Hier brauchen wir allerdings nicht ganz so weit raus. Und natürlich brauchen wir auch keine Busspur. Nehmen wir mal eine große Straße, würde ich vorschlagen. Die wir hier vorne entlang führen. Nicht so weit vorne. So ungefähr. So. Und dann einmal so darüber. Dann können wir hier, würde ich vorschlagen, einmal einfach vielleicht eine Kehrschleife bauen. Hier mit so einer Einbahnstraße. So. Und dann, spitzer Winkel, müssen wir so bauen. Dann haben wir das nämlich auch hier. Brauchen nur noch eine Haltestelle. Können wir die hier so platzieren, würde ich sagen. Aber, wisst ihr was? Die Straße muss dann aber etwas kleiner sein. Auch ja. Ah, geht nicht. Schade. Okay, dann müsst ihr es so bauen. Auch wenn es eigentlich etwas überdimensioniert ist. Jetzt habe ich die Straße falsch rumgebaut. Das wollte ich natürlich nicht. Gebäude dann da platzieren. Und dann müssen wir hier zu der Linie Berlin-Bus nach der Schützenstraße, beziehungsweise das ist ja die erste Station, müssen wir eigentlich nach dem Hafen dahin fahren. Und eigentlich auch nochmal dahin fahren.
Das heißt, er fährt dann so, 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 so und dann wieder in den Kreis rein. Habe das verbunden, brauche noch eine Linie. Das ist Berlin, München und zwar Flugzeug. Berlin, München, Flugzeug und da dann nach da hinten. Sieht gut aus. Flugzeug fliegt schön um die Stadt herum, wie es sein soll. Und dann können wir hier ein wunderschönes Fahrzeug kaufen. Passagier, logischerweise natürlich, würde ich sagen, nehmen wir das Beste mit 10 Personen. Kann am schnellsten fliegen. Die sind eben halt wirklich laut, also ich hoffe, dass sie keinen Einfluss auf unsere Städte nehmen. Wenn ich den Flugzeug, den Rest können wir zurückzahlen. Sind wir bei 9,5 Millionen Schulden. Und haben unser neues Flugzeug. Wir können eigentlich wieder zurückzahlen. Ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich alles wieder loszuwerden. 9 Millionen Schulden gehen aber, wenn es jetzt vernünftig Plus macht, Profit macht. Erstes Flugzeug angekommen. Sehr gut. Achievement damit auch erledigt. Ich hoffe eben halt wirklich, dass die Emissionen nicht so stark sind. Wenn sich das anguckt, ist es eben halt wirklich sehr, sehr rot. Aber das sollte natürlich hoffentlich die Stadt nicht allzu in Anspruch nehmen. Die ist mittlerweile auch nur noch bei mittelmäßig. Das heißt, dort eine kleine Verbesserung wieder. Wie fliegt ihr jetzt? Sollte ja, glaube ich, hier rausfliegen und dann hoffentlich weit genug hinter der Stadt entlang fliegen, um hier möglichst wenig Emissionen zu erzeugen. Der ist wirklich so ein riesiger roter Strich, den das Flugzeug hinter sich herzieht. Und er macht das ja gar keine Emissionen mehr. Das heißt, nur im unteren Bereich. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, das Teil hier macht darunter gar keine Emission. Das ist auch ganz nice. In Real Life würde es natürlich ein bisschen Emission machen, aber es ginge noch, würde ich meinen. Berlin-Waren müssen ersetzen. Würde ich sagen, den verkaufen wir und den ersetzen wir. Aber kein Geld, shit. Was... Der transportierte Waren. Wir haben keinen spezifischen Waren-LKW, deshalb müssen wir den nehmen. So. Emissionen dann nochmal gucken. Okay, das ist da gelandet und dann erst ab da im Prinzip erzeugt es auch die Emission. Schadet hier allerdings nichts. Hier sind ja die Wohngebäude. Die sind eigentlich kaum vom Bahnhof und vom Flughafen betroffen. Jetzt gucken wir nochmal beim Start. Da passiert auch nichts. Sehr, sehr gut. Ich erwarte schon Passagiere. 15 Leute. Ja. Dazu sage ich mal nicht nein. Wie sieht's hier aus? 13 Leute auch schon. Das kann doch nur 10 transportieren. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, 10 Leute passen da nur rein. Alter, das lohnt sich ja richtig. Hier schon wieder 5 neue Leute. Ich sag mal so, die Ampel hier ist auch komplett unnötig. Oder so? Nee. Wobei war das? Ja. Ich meine, das ist ja im Prinzip fast nur der Wendekreis davon. Hier die Ampel kann ich aber lassen. Und die Ampel kann eigentlich auch weg.
So passt das dann. 25 Leute. Holy. Ich glaube, das wird sich ziemlich schnell lohnen. Noch, natürlich noch im Minus. Muss ich aber erst einpendeln, weil natürlich die ersten ein bis zwei Fahrten ohne Profit waren. 18 Leute immer noch. Es läuft nicht mehr. Und damit sollte dann auch hier nochmal, ja, auf 40% jetzt schon hochgestiegen. Sind die Ziele. München, 100% Liniennutzung, 76 Arbeit, 74, ja, steigt weiterhin auch über 75. Jetzt die zum Einkauf dahin wollen. Das ist extrem. Dann brauchen wir hier aber auch safe eine weitere Tram. Hundertprozentig. Brauchen wir die. Brauchen wir auch erstmal wieder ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel macht der eigentlich plus? Wo ist unser Flugzeug? Hier Fahrzeugstatistik am besten gucken. Ah, da kommt es. Und wie viel macht's? So ein schönes Flugzeug. Es hat sich ja mal so gelohnt. Schaut euch an, wie viele Leute hier stehen. 526.000. Das löppt. Das Gute ist, sie nutzen alle die Tram. Müssen sie ja. Die haben ja keine andere Chance. Ich glaube, ich brauche ein weiteres Fahrzeug. Da machen wir nochmal Pause. Leihen uns. Bisschen was. Kaufen uns mindestens mal ein zweites Fahrzeug. Tun es auf diese Linie. Brauchen eigentlich nochmal ein bisschen mehr Geld. Gehe ich auf 12 Millionen hoch. Sind 120.000, die ich im Jahr dann bezahlen muss. Ist aber dann auch erstmal egal. Das kann auch die Münchner Tram. Ist sogar relativ perfekt. Der ist gerade genau da. Und das andere Flugzeug ist genau hier. Auf der anderen Seite. 92 Personen, die warten. Soll ich auf Risky noch ein Flugzeug kaufen? Ja, komm. Ich meine, es macht Profit. Jedes Flugzeug macht dann, sorgt dafür, dass ich einfach nochmal mehr Profit mache. Was haben die jetzt für eine Rate? Rate von 16. Ja. Ist auch einfach 30 von 30 voll. Gerade erst eine Million plus wieder gemacht. Flugzeug wieder fast abbezahlt. Man kennt's ja. Ich frage mich, ob ich hier die Tram noch mal etwas erweitern muss. Sonst natürlich auch irgendwann die Menschen hier unzufrieden werden. Ja, jetzt auch schon minus 10%. Der sollte ich vielleicht schon machen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal Hamburg demnächst mit so ein paar Städten verbinden. In der Landstraße. Einfach sagen, am besten, dass hier unten rausgeht. Mit so einer Landstraße nach da drüben. Man denkt doch immer so Straßen so richtig günstig. Aber jetzt sind sie das gar nicht. Damit ist Hamburg mit Hohenfelde verbunden. Mit Haarsleben. Ja, bis dahin erstmal. Könnten auch Haarsleben mit München vielleicht verbinden.
Oh, sieht erstmal gut aus soweit. Ja. Nehme ich. Dann einmal so entlang. Nicht so stark die Kurve. Mach kein Auge. Oh, das geht. Das geht. Das heißt, München ist mit Hamburg eigentlich verbunden soweit. 5,5 Millionen nur noch. Die Einnahmen sind eben halt einfach am Start. Und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Und dann werde ich nochmal AFK ein bisschen rumstehen und die restlichen 5,5 Millionen Schulden loswerden. Ein bisschen Geld sammeln, das dann in der nächsten Folge mit Zake weitermachen können. Und lasst gerne mal hier ein Abo unter auf diesem Kanal da und eine Bewertung und einen Kommentar unter diesem Video. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und bis zur nächsten Folge. Ciao.